Robert Habecks Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. Die grüne Abgeordnete Jamila Schäfer hat sich per Twitter zur Staatsfinanzierung geäußert. Sie hat verkündet, man kann in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Eine für Ökonomen überraschende Erkenntnis. Und weiter sagte sie wörtlich, deshalb macht es Sinn, auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren. Wenn Sie das nicht verstanden haben, das ist nicht zu verstehen. Das ist Dadaismus, das ist Verweigerung jeglicher Sinnhaftigkeit zugunsten eines poetischen Surrealismus. Das ist absolut ministrabel.